17 Menschen starben bei einem Drohnenangriff der US-Armee in Pakistan, darunter offenbar auch vier. Obama is officially the drone king. Earlier this morning, Anwar al-Awlaki, leader of al-Qaeda in the Arabian Peninsula, was killed in Yemen. Pre-9/11, there was one suicide bomb attack inside Pakistani territory. Do you know how many there have been since from 2007 to 2012? 352. 352. Ich weiß noch, als ich jung war, lehrte man mich das Vater unser. Doch ich wollte lieber Turtles schauen, Kawabunga. Ich dachte, okay, da ist also ein Mann im Himmel, der alle Dinge sieht, Sünden und Makel findet. Die Guten kommen in den Himmel, die Bösen in die Hölle. Ein finsterer Ort voller Lava, Schwefel und viel Gerölle. Ich war zwar nie getauft, doch hab es akzeptiert. Das muss ja stimmen, denn daran glauben wir alle hier. Dann kam die Pubertät und die ersten Zweifel, fragte mich schon entwegt, warum ich auf der Erde walte. Was ist der Sinn des Lebens, als ich litt, wo war denn Gott? Das ist doch alles Schrott, irgend so ein Staatskomplott. Ich war der, der im Rallye-Unterricht ständig den Lehrer unterbricht, seine Fehler unterstrich, wollte allen meinen Unglauben aufdrücken. Es war nur Eitelkeit, mit der ich mein Haupt schmückte. Amen, Assalamu alaikum und Shalom. Einen Krieg hat der Mensch noch nie gewonnen. Vergiss den Hass, nur die Hoffnung, sie zählt. Ich bete für den Frieden, für Gott und die Welt. Amen, Assalamu alaikum und Shalom. Einen Krieg hat der Mensch noch nie gewonnen. Vergiss den Hass, nur die Hoffnung, sie zählt. Ich bete für den Frieden, für Gott und die Welt. Zeit, sie verging und ich wurde ein erwachsener Mann. Meine Arroganz wich, weil ich langsam verstand. Religion sind nicht das Böse auf der Welt. Nur die falschen Propheten feiern sich fälschlich als Erlöser oder Held. Religion als Instrument für vermeintliche Werte. Juden, Christen, Moslems, teile und herrsche. Wenn drei sich streiten, freut sich der Vierte. Wenn die Schafe nicht zusammenstehen, freut sich der Hirte. Dabei ist Religion ein Leitfaden, Hoffnung für die Einsamen, Leidtragenden für die, die keinen haben. Sie kann ein Lichtblick sein, der ihnen Hoffnung gibt. Wenn keiner bei ihnen ist, wissen sie, dass Gott sie liebt. Sie kann Verbrecher wieder auf den rechten Weg führen, weil sie die Liebe und die Wärme in ihrem Herz spüren. Ein Wegweiser für menschliche Seelen, doch gib Acht, wenn sie in die falschen Hände gerät. Amen, Assalamu alaikum und Shalom. Einen Krieg hat der Mensch noch nie gewonnen. Vergiss den Hass, nur die Hoffnung, sie zählt. Ich bete für den Frieden, für Gott und die Welt. Amen, Assalamu alaikum und Shalom. Einen Krieg hat der Mensch noch nie gewonnen. Vergiss den Hass, nur die Hoffnung, sie zählt. Ich bete für den Frieden, für Gott und die Welt. Es fliegen wieder Drohnen über Jemen, Somalia und Pakistan, Irak, Afghanistan. Für den sogenannten Krieg gegen den Terror, auf der Jagd nach Taliban. USA, Supermacht, skrupelloser Punisher. Der kleine Ibrahim, 13 Jahre aus Sanaa, spielte auf einer Hochzeit mit seinem Klassenkamerad. Er hatte nichts zu tun mit Kriegen oder Politik, als auf die Hochzeitsgesellschaft eine Bombe griff. Und sein Haus stand in Flammen, seine Mutter rief noch blutüberströmt ganz laut seinen Namen. Er hielt sie fest, als er mit ihr in den Garten stürmt, und schwor Rache, als sie leise in seinen Armen stirbt. Und ich frag mich, ob es etwas zu bedeuten hat, dass eine Drohne die Form eines Kreuzes hat. Es ist eine Schande, dass man in den Zeitungen nicht erfährt, dass der Krieg gegen den Terror nur Terrorismus nährt. Nun steh ich hier, denke nach über Religion. Sind sie Fluch oder Segen für das Menschenwohl? Doch wenn Gott unser Vater ist, muss Frieden uns leiten. Welcher Vater wäre erfreut, wenn seine Kinder sich streiten? Amen, Assalamu alaikum und Shalom. Einen Krieg hat der Mensch noch nie gewonnen. Vergiss den Hass, nur die Hoffnung, sie zählt. Ich bete für den Frieden, für Gott und die Welt. Amen, Assalamu alaikum und Shalom. Einen Krieg hat der Mensch noch nie gewonnen. Vergiss den Hass, nur die Hoffnung, sie zählt. Ich bete für den Frieden, für Gott und die Welt.